Einen wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute gibt es einen Vlog von uns. Karl hat den größten Teil seines Frühstücks schon geschafft. Das Gemüse, dann den Joghurt und so. Und jetzt gibt es noch ein bisschen Lebkuchen, also selbstgebackene Lebkuchen. Ich habe gerade meine To-Do-Liste für heute geschrieben, die zwar relativ lang ist, aber es ist jetzt kein Punkt, wo ich sage, oh mein Gott, da habe ich gar keine Lust drauf. Nachdem wir in ganz schönen Zeitstress geraten sind, weil Karl echt lange gegessen hat, was ja nicht schlimm ist und ich ihm das dann auch nicht irgendwie verbieten wollte, noch aufzuessen, bin ich jetzt auch wieder zurück und mein eines Licht funktioniert nicht, schon lange mein eines Tagfahrlicht, also Fernlicht, dieses normale Lichtlicht und also alles funktioniert außer dieses eine Tagfahrlicht und das nervt mich übelst, wenn ich, an der Ampel stehe und vor mir ist ein Auto und man sieht die Spiegelung von meinem Auto und man sieht, dass da nur ein Licht leuchtet. Das ist einfach asymmetrisch. Das stört mich. Ich suche jetzt mal. Nee, ich muss in der alphabetischen Liste gucken. Ich suche jetzt mal die Anleitung sowie die Liste mit den Glühbirnen, um herauszufinden, was für eine Glühbirne ich brauche. Dann werde ich die kaufen fahren. Oder ich habe sie vielleicht schon hier. Ich weiß nicht. Ich habe so ein Universal-Set und dann will ich sie wechseln? Scheiße. Das werde ich niemals hinbekommen. 1.68. Was zur Hölle sind denn das für Beschriftungen? Das ist Französisch, das ist Renault. 1.67. 1.68. Je nach Fahrzeug schaltet sich das Tagfahrlicht beim Starten des Motors selbstständig ein. Nach was kann ich denn noch gucken, wenn ich wissen will? Bei G Glühbirne wechseln wird es wahrscheinlich sein. Bei B Birnen wechseln. Oh Scheiße. Ich glaube, ich muss einfach jetzt hier das ganze Buch mal durchlesen. Hier steht aber nicht, was für eine. Ach doch, Lampentyp. Nee, was haben wir Tagverlicht? Lampentyp P21W. Als ob die Glühbirne keine Nummer hat. Ja, ach, wisst ihr was? Ich baue die jetzt einfach aus. Ah, dürfen sie bla 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 bla. Nicht eine ausreichende Beschriftung und ist aber auch 12 Volt und die sehen halt innen drin ein bisschen unterschiedlich aus, aber wisst ihr was, ich mache das jetzt einfach, ich setze die mal ein. Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich die falsche einsetze, aber wenn ich probiert oder wie war das und es geht hier draußen ab. Aber wer weiß, vorhin stand hier die Feuerwehr auf jeden Fall. Als ich losgefahren bin, als ich gekommen bin, auch noch. Ich setze einfach mal die neue Glühbirne ein. Der Moment der Wahrheit ist gekommen. Das Problem ist bloß, dass ich das Gefühl habe, dass die linke Birne viel heller ist als die rechte. Mach gleich nochmal einen Foto. Ich kann euch jetzt nochmal Bilder einblenden, falls ich nicht schon gemacht habe, wie jetzt der Unterschied ist, der Helligkeitsunterschied. Ich habe jetzt bei Instagram so einen Fragesticker mal in meine Story gepackt und gefragt, ob der Unterschied einfach daran liegen kann, dass die eine Birne neu ist, die andere nicht. Und oder ob ich halt die falsche eingesetzt habe, aufgrund der Tatsache, dass die halt nicht vollständig beschriftet war. Im Endeffekt ist es mir scheißegal, mir geht es nur darum, das zu wissen. Wenn es dir demnächst durchhaut, dann ist es halt so. Dieses Auto ist unfassbar zuverlässig, aber hat den ultimativen Glühbirnenverschleiß. Deswegen macht es keinen Unterschied, selbst wenn ich jetzt hier die falsche Birne eingesetzt habe und es deswegen demnächst wieder vonnöten ist, neu einzusetzen. Bei dem Auto werden ständig Birnen gewechselt. So kommt es mir zumindest vor. Deswegen ist das okay so. Genau, ich bin jetzt wieder oben.
Ich muss jetzt mal auf meine Liste gucken, weil dadurch, dass ich mir zu früh alles aufgeschrieben habe, habe ich mir absolut nichts mehr gemerkt. Aber jetzt gibt es erstmal Kaffee Nummer 2. Ich trinke zurzeit so viel Kaffee, was ja nicht schlimm ist. Aber ich habe sonst immer so eine Tasse am Tag getrunken. Früh morgens. Und jetzt... Hä, wieso haben wir jetzt keinen Strom mehr? Wieso... Moment. Aha, wir haben wieder Strom. Was war denn das schon wieder? So, was ist das für ein Tag? Wieso beginnt mein Tag so? Wieso? Wieso habe ich eine Sekunde hier gerade keinen Strom? Zumindest bei der Kaffeemaschine, weil hier meine Mikrowelle hat noch Strom. Nee, Moment, bevor ich mir einen Kaffee koche. Ach nee. Also so viel Zeit ist jetzt auch noch. Ich koche mir jetzt erst einen Kaffee. Ja, komm, bleib hier einfach stehen. Und dann kümmere ich mich um die Wäsche. Okay, es hat keinen Zweck. Ich brauche aber 2 Hände, um mir hier einen Kaffee auszusuchen. Okay, dann mache ich jetzt mal meinen Kaffee. So, ich zeige euch eben mal mein Frühstück. Werde dann, glaube ich, mal noch ein Video fertig schneiden und dann einkaufen fahren. Damit ich dazwischen, also zwischen Video fertig schneiden und einkaufen fahren, mich noch um die Wäsche kümmern kann. Genau, ich esse jetzt gerade mein Frühstück, es ist 10.30 Uhr. Genau. Und dann gucke ich mal. Ich wollte mich eigentlich heute auch noch mit dem Thema Weihnachtsgeschenke für meine Familie beschäftigen. Ich habe schon so einen groben Plan und ein bisschen was tatsächlich auch schon da. Es ist einfach unfassbar hell hier, aber es ist so schön, wenn die Sonne hier reinscheint. Ich will eigentlich nicht das Rollo wieder runter machen, hier im Dunkeln sitzen bei dem schönen Sonnenschein. So, ich war jetzt gerade einkaufen und habe mit das Wichtigste vergessen. Ich bin noch hier in dem Parkhaus, aber ich habe jetzt gerade keinen Bock, dann immer runter zu gehen. Also ich bin im Kaufland und weiß, dass ich hier dort wieder den Wagen nehmen muss. Wegen Corona. In anderen Läden ist es aber irgendwie nicht so. Dann weiß ich, dass ich noch 3 Stunden unterwegs bin. Und hier ist auch einiges los. Deswegen hole ich das Wichtigste. Ich kann es eigentlich auch sagen, weil ihr werdet dadurch eh nicht wissen, um was es geht, was für ein Video und alles. Was wollte ich jetzt sagen? Achso, die rote Beete nachher im Rewe holen. Wenn ich Karl abhole, dann fahren wir noch eben am Rewe vorbei. Genau. Des Weiteren habe ich mir eine Haarfarbe ausgesucht. Kann ich euch eigentlich auch zeigen. Und zwar, so sieht es jetzt erstmal aus. Ich habe hinten so meine Haare dran gehalten. Also es wird auf jeden Fall ungefähr so, aber halt, ja, heller. Und ich kann die erst am Mittwoch machen, weil man muss doch da 48 Stunden vorher so einen komischen Allergietest, was auch immer, machen. Das werde ich in... Also gleich zu Hause machen und dann in 48 Stunden, also Mittwoch, was ist das für eine Aussage, das dann machen. Ich beschäftige mich jetzt gerade mit dem Thema Weihnachtsgeschenke und wollte euch mal, erstmal kommen wir Nikolaus, und wollte ich mal erzählen, was ich für Karl für Nikolaus überlegt habe. Und zwar hat Philipp vor einiger Zeit so Schleichtiere geholt für Karl, ich glaube 3 oder 4 Stück. Jedenfalls ist das so eine übelst fette Vogelspinne, ein Braunbär und noch 2 andere Tiere, ein Faultier, glaube ich, noch irgendwas. Jedenfalls gibt es das zu Nikolaus. Dann hatte ich euch in einem Vlog schon mal noch gezeigt, werde ich hieraus irgendwas entnehmen. Er hat so Quietschenten zum Baden und man kriegt diese Quietschenten ja nicht so richtig schön immer komplett ausgedrückt, also das Wasser daraus. Und deswegen finde ich das ein bisschen eklig, dass da so ein bisschen gammeliges Wasser immer drinnen stehen bleibt. Man kann ja nichts gegen tun, aber ich möchte mal seine Quietschenten komplett ersetzen. Und deswegen, also ich werde die erst wegtun nach Nikolaus, wenn er da neue hat. Aber deswegen werde ich ihm dann nochmal neue Quietschenten holen, weil er halt wirklich gerne damit spielt. Ist ja auch kein Ding so, aber einfach aus... Hygienegründen und was weiß ich. Ich will gar nicht wissen, wie es da drin aussieht. Aber man kriegt ja, halt ja, ich denke mal, dass wer selbst Kinder hat, weiß, wie schwierig das ist, das sauber zu kriegen. Innen jedenfalls kriegt man die halt so schlecht gereinigt und deswegen werde ich ihm da neue Quietscheenten noch holen. Und das war es dann auch schon für Nikolaus. Ist ja nicht viel. Es wird eh nicht in seine Schuhe gehen. Gerade die Schleichtiere.
Was ich noch sagen wollte bezüglich Weihnachten für Karl, habe ich mir überlegt, dass er noch mehr Duplo-Steine bekommt, zu denen, die er jetzt hat, und einen Anhänger für sein Bobby-Car. Da gibt es ja Anhänger für, also passende. Und wir hatten uns noch irgendwas überlegt. Da muss ich nochmal Philipp fragen, ich habe es nämlich vergessen, was es noch war. Das ist nämlich schon ein ganzes Stück her, da war es nämlich noch sehr warm. Ich glaube, wir hatten darüber gesprochen, als wir mit Karl im Leipziger Zoo waren und Karl aber eingeschlafen ist im Kinderwagen und wir dann dementsprechend uns über seine Weihnachtsgeschenke unterhalten konnten, ohne dass er das mitkriegt. Okay, die Zeit ist jetzt ja ganz schön gerast. Ich habe die Wäsche aus dem Trockner genommen, dann noch einiges von meiner To-Do-Liste abgearbeitet und jetzt fahre ich Karl holen. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe irgendwie gestern absolut verpeilt, weiter zu vloggen und dachte mir so, ich will das heute noch fortsetzen. Ja, ich habe bloß heute früh noch gar nichts irgendwie gefilmt oder so, weil ich einfach konsequent 40 Minuten zu lange geschlafen habe. Ich habe irgendwie meinen Wecker ausgemacht. Oh, und nachdem ich gerade noch ein Video gedreht habe, die Wäsche gleich fertig ist und ich dann mich gleich um die Wäsche kümmere, möchte ich an der Stelle das Video beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Nochmal so an einem Montag mal bei uns, also heute ist Dienstag, aber gestern vor allem ja an einem Montag bei uns dabei gewesen zu sein. Ja, ich würde mich natürlich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Ich verlinke das letzte Video wie immer unten drunter. Wenn ich mir meine Haare färbe, nehme ich euch auch mit. Ich habe sowas noch nie gemacht, wirklich. Also ich bin sehr gespannt und ich hoffe, dass es nicht allzu sehr schief geht. Da werde ich auf jeden Fall immer ein Video drehen. Beziehungsweise das wird dann wahrscheinlich einen Vlog geben. Also seid sehr gespannt. Ihr könnt mir gerne noch bis dahin irgendwelche Tipps zum Haare färben in den Kommentaren hinterlassen, wenn ihr da irgendwelche Tipps habt. Genau, und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video.